So, hallo meine Lieben, der letzte Spiegel, die dritte Platte, die werden wir jetzt auch noch rauf tun und ich mache das mit dem Silikon und mit dem Kleber. Ich bringe also hier sporadisch Punkte an. Jetzt mein Silikon kann man sehr gut verrutschen noch, was den Nachteil hat, dass die Platte mit der unteren sehr erhöht sein sollte, runterrutscht. Ich habe das schon im Vorfeld gelöst, dass ich gesagt habe, okay, da tue ich einen zweiten Kleber drauf, ran und auch so Hölzle, damit ich die fixieren kann. Die Platten, ich habe da ein zweites noch. Ja, die brauchen. So. Die Platte habe ich noch gar nicht ausprobiert, da bin ich gespannt, ob das überhaupt funktioniert, ob die passt. Schauen wir uns einmal an. Hier nochmal schauen, ob die fest ist. Ja, ja, die ist fest, die ist okay. Die passt super. Gut, keine Ahnung, wenn ich die jetzt reinkriege. Wie gesagt, habe ich noch nie drin gehabt, aber Schnitzertief auch schräg. Ja, das habe ich befürchtet, der hat das also super genossen. Ja, das ist genau das. Der hat das nicht richtig bemossen, aber gut. Jetzt nehme ich das raus. Vielleicht geht's, wenn die draußen sind. Nein, es wird nicht spielen. Spielt sich denn das nicht? Da geht's, aber da nicht da. Nein, die kriege ich so nicht rein. Das hat er einfach verguckt, der Dober. Ja, die muss ich jetzt nochmal zuschneiden, so ist das einfach. Und das, wenn sie fertig lackiert ist, also. Ganz gut, liebe ich absolut. Muss ich nicht einmal ohne die rausholen soll.
hinten alles. Das ist wirklich nur da drüben. Gut, jetzt schauen wir mal. Also solche Sachen passieren, wenn einer nicht misst und 3 Stunden dafür braucht. Ich glaube, das zeige ich euch erst, wenn es fertig ist.